Ja, hallo, liebe Mass Effect Freunde. Hier sind wir wieder bei Mass Effect 3 und wir befinden uns noch immer auf dem Mars, wo wir Daten über die Proteaner finden sollen. Aber die Archive haben bis jetzt wohl nicht so das hergegeben, was wir uns erhofft haben. Und deswegen geht es jetzt hier einfach einmal weiter und wir schauen mal, was diese Flinte hier hergibt, die wir ausgewählt haben. So, schauen wir einfach mal weiter und gucken, was so auf uns zukommt, beziehungsweise ob wir noch irgendwo was finden. Von da sind wir ja gekommen. Hier scheint es nichts zu geben und hier gibt es nur eine Tür, also wird das wohl heißen, wir müssen da lang. Nanu, hier liegen so viele Kabel rum. Okay. Eine Tür, die öffnen wir natürlich. Zack. Boah, was ist das denn? Das sieht aus wie eine Plane hier oder wie Wasser oder was soll das sein? Ist das alles Rauch? Sieht komisch aus. Wie Plastik sieht das hier aus? Weiß ich nicht, ob das so sein soll. Auf jeden Fall sieht es etwas merkwürdig aus. Boah. Wenn es solche Stürme mal auf der Erde gibt, dann gute Nacht, hey. Geht's irgendwo lang? Ah, da. Wir müssen hier runter. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Hören Sie mich? Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Verdammt. Der Sturm wird in Kürze hier sein. Ich glaube, er ist schon da. Sieht so aus. Er ist schon da, verdammt. Und wir verstehen die Leute so schlecht über Funk. Wir müssen hier versuchen, einen besseren Empfang zu kriegen. Ja, wo geht's denn hier? Oh, hier müssen wir wieder springen. Hopp. Dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Wow. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. So, dann kommt mal hier rein, Leute. Oh, Taschenlampe angeknipst. Auch interessant. Ja, kann man nicht umschalten, Taschenlampe mit T. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als Sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. Tja, wem sagst du das? Wir wissen ja noch immer nicht, was Cerberus eigentlich geplant hat, diese Halunken. Was haben wir denn da? Ein Datenpad? Von Simon Watanabe an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Simon. Tja, eine gute Frage. 75 Erfahrungspunkte hat uns dieses Datenpad wieder eingebracht. Und wir schauen mal hier weiter, ob wir noch irgendwelche Hinweise finden. Und ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, fällt mir gerade ein, beziehungsweise wurde ich darum gebeten, doch auch möglichst viele Nebenmissionen zu machen, beziehungsweise gefragt eben, ob ich viele Nebenmissionen mache. Und da kann ich natürlich eindeutig sagen, ja, weil ich möchte ja nicht, dass Mass Effect innerhalb von 20, 30 Folgen oder so zu Ende sein wird, wenn wir nur stupide einfach der Hauptgeschichte folgen und nichts anderes erkunden. Deshalb kann ich sagen, ja, manches Glas kann zerbrochen werden. Zack! Haha. Okay, das wird sowas wie eine... Ja, okay. Das hier ist sowas wie eine Schrotflinte, was wir jetzt haben. Emdre Katana. Nehmen wir mal die Avenger. Und probieren die nochmal aus. Und natürlich die Brandmunition. War es das schon? Nee.
Na, komm hoch. Hey, sollst nicht da hinten rumrutschen. Was machst denn du? So, Liara, setz mal Singularität ein und zieh den raus da hinten. Zack. Genau so. Ja, wir müssen die Fähigkeiten unserer Gruppenmitglieder natürlich auch ausnutzen. Kannten Sie welche von diesen Leuten, Liara? Haben wir hier was? Ich habe ein paar schon ein gesehen, Zielfernrohr. Aber Kitsch wäre zu viel gesagt. Ah, cool. Als einziger Asari hier wurde ich möglicherweise mit etwas Misstrauen behandelt. Das ist aber für die MP das Zielfernrohr, oder? Können wir das hier mit? Ich habe den Großteil meiner Forschungsarbeit alleine erledigt. Nee. Ich habe übersetzt. Ich weiß immer noch nicht, was Sie entdeckt haben. Indizien, Hinweise. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. In dieser Zeit suchten die wenigen überlebenden Proteaner verzweifelt nach einer Methode, die Reaper aufzuhalten. Wenn meine Übersetzung stimmt, ist ihnen das auch gelungen. Aber am Ende verfügten sie nicht mehr über die Ressourcen, um ihren Plan auch umzusetzen. Okay. Ach so, und ich glaube, wir müssen hier durchs Fenster. Anders geht's hier ja nicht. Hopp. Rüber mit uns. Ha, was haben wir denn da? Sitzt da jemand? Nee, der ist schon tot. Ah, Munition. Munition voll. Eine medizinische Station. Da können wir mal 150 Erfahrungspunkte abgreifen. Und da haben wir wieder was zum Erkunden. Umweltsteuerung benutzen. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Jetzt wissen wir, wieso das sein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Geben Sie nicht sich die Schuld? Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht Ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Ja, ich habe viel, wofür ich lebe. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden Sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. So, was mir auch auffällt, mal nebenbei. Ach, plus 4 Vorbild wieder. In Mass Effect 3 gibt es immer nur 2 Redeoptionen, entweder gut oder böse. Ich glaube, in Teil 2, da gab es immer noch 3. Da gab es nämlich auch noch eine neutrale Option, die man in der Mitte wählen konnte. Das gibt es hier auch schon nicht mehr. Wurde auch reduziert, finde ich etwas schade. Verstehe ich ja nicht, dass man an einem guten Spiel immer noch mehr verbessern will, was schon gut genug ist und so bleiben sollte und seinen Charakter bewahren sollte, das was ein Spiel ausmacht. Aber okay, kann man halt nichts machen. Waffenmodstation. Oh, hier können wir wohl unsere Waffen wechseln. Aufladetempo der Kräfte plus 25. Wow, was ist das denn hier? Bewaffnung neu. Sturmgewehre. Achso, was ist das? Maschinenpistolen, Schrotflinten haben wir 2. Und schwere Pistolen. Achso, da haben wir hier die da und die da. Okay, die M3 Predator 1 und die N7 Eagle. Die sind in der Feuergeschwindigkeit schneller wie unsere jetzige. In der Kapazität mehr. Gewicht ist zwar etwas höher, Schaden ist etwas geringer. Präzision ist geringer. Ne, da würde ich die behalten gerne. Waffenmods haben wir auch. Können wir hier wieder upgraden, die Waffen. Bewaffnung haben wir hier zum Beispiel. Präzisionsgewehre.
Hä? Gewicht, Aufladetempo? Aufladetempo der Kräfte minus 150%. Was hat das jetzt zu bedeuten? Bewaffnung. Ach so, leer. Ach so, verstehe. Das heißt, je weniger Kräfte, wir tragen zurzeit 3 Waffen mit uns. Wir können bis zu 5 Waffen mit uns tragen. Die hier haben wir ja schon ausgerüstet. Aber wenn wir zum Beispiel... Nee. Verstehe ich das nicht richtig? Wenn wir zum Beispiel die nehmen... Ach, dann sind wir überladen wahrscheinlich, wie es aussieht. Oder? Sind wir jetzt überladen? Ja, tatsächlich. Deshalb kann man hier auch keine auswählen und wir sparen uns Gewicht. Ich verstehe also. Halt, Mensch. Die Avenger-Sturmgewehre haben wir hier. Ne, da haben wir nur das eine. Schrotflinten haben wir die zurzeit angerüstet und die ist ja eigentlich überall besser. Aber die ist auch schwerer, wie wir sehen. Die wiegt fast das Doppelte. Na, da würde ich das lieber so lassen, wie wir es bis jetzt haben. Wir wollen uns ja nicht überladen. Ja, das passt schon so. Interessant, interessant. Datenpad untersuchen. Emilia Hatterson an Mike O'Sullivan. Hey, Dummkopf, ich frage dich gar nicht, wie es dir geht, weil ihr Jungs da unten im Lager ja wohl inzwischen alle einen Schnupfen habt. Ich weiß, dass eure proteanischen Dinger faszinierend sind und so, aber ihr müsst trotzdem mal auf Nachtschichten verzichten und euch eine ordentliche Mütze Schlaf gönnen. Echt jetzt. Jedenfalls habe ich eure letzten Funde ans Hauptquartier auf der Erde weitergeleitet und wir haben einen Druckverlust, warne, sicher. Okay. War etwas abgehakt, die Nachricht. Plus 75 Erfahrungspunkte wieder für uns. Wow. Haben wir hier vielleicht Flammenmunition? Hallo, ich sehe nichts. So, aufladen. So, da sollten wir vielleicht mal Kräfte einsetzen. Was ist Inferno-Granate? Zünden Sie in einem kleinen Bereich eine Clusterbombe? Ach, probier das mal. Miranda. Okay, dann setzt du mal Singularität ein. Ich glaube, das könnte nützlicher sein hier. Immer auf die Füße. Und vorbeischießen. Na, auf die Füße sind ein Schwachpunkt. Ach, wieder nachladen. Jetzt. Zack. Codex aktualisiert. Cerberus Wächter. Pyroman 30 von 100. So. Was haben wir hier noch? Nix. Aha. Ein Büro. Aber nix für uns anscheinend. Einer muss hier wohl noch sein, oder? Die Musik lässt auf jeden Fall nichts Gutes verheißen. Okay. Hier haben wir etwas Muni. So. Der liegt ja schon am Boden, den, da können wir nur noch draufhalten. Zack, 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 zack. Na, geh uns aus dem Weg. Wow. Oh, keine Munition mehr, dann sollten wir umrüsten. Gerne doch. Na, wer will zuerst? Ui, 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 ui. So, da wollen wieder einige was von uns. Ach, ich muss mal Flammenmunition einsetzen. Im Übrigen. Rekrut.
Zack, von so weit Entfernung, das müsste normalerweise doppelt Bonus geben hier. Haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen? Irgendwie... Nee. Shepard, gute Aktion gemacht, hier lang gehechtet. Was sind denn die anderen? Ach, die sind schon da vorne. Meine Herren. Ja, der steht gut für uns. Zack. Hier liegt Munition. Wow. Liara, Singularität, oder wie es heißt. Dankeschön. Hopp. Okay, nachladen. Nur noch einen Schuss gehabt. Zack. Centurio Codex aktualisiert. Zack. Okay. Jetzt ist Ruhe hier. Boah, hier liegt ja viel Blut. Hier wurde alles verspritzt hier. Okay, hier können wir wohl nicht rein. Boah. Okay, da kommen wir nicht durch. Schade, da scheint es aber auch nichts zu geben. Andererseits. Okay. Die haben sich eine Barrikade aufgebaut, oder was? Können wir drüber klettern und Munition abgreifen erstmal. Was ist das für ein Geruch? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Oh. Untersuchung. Ja toll, die ist geschlossen. Reinraumsterilisatorsteuerung. Deaktivieren. So, jetzt können wir rein. Schrotflinte, Großkaliberlauf. Aufheben. Ha? Hier haben Sie die Medikit Stufe 27. Was haben Sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben Sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Okay. Das Datenbett untersuchen wir auch mal. Persönliche Notizen von S.S. Perazza, Linguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts von der Sprache entziffern. Aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie schienen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Aha. Sowas wollten sie also machen. Präzisionsgewehr, Laufverlängerung. Auch nicht schlecht. Okay. Dann haben wir soweit alles. Und dann geht's hier weiter. Mal gucken, was uns hier erwartet. Bringt uns direkt zum Archiv. Ah, das ist doch gut. Bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es bestimmt. Ist gleich hier. Ja, aber ich gucke erstmal hier. Manchmal ist irgendwo was versteckt. Bahnkontrollzentrum. Bahnkontrollzentrum, das ist das nächste Ziel, was wir vor Augen haben. Okay, was ist das? Nur ein Kabel, nichts Besonderes. Nanu? Okay. Der ist tot. Und tot bleibt, hoffentlich tot. Haben wir hier noch was? Nur Kisten, Kisten, Kisten. Nichts Besonderes. So, und hier muss die Bahn sein. Ach, Herr Jemine. Ohne Witz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. W und dann Leertaste halten, um aus der Deckung zu sprinten. Verdammt. Ja, ich hab's doch. Aua! Hopp! Verdammt. Hopp! Okay. W und dann Leertaste halten. Hopp!
Boah! Shepard, mach keinen Mist hier. Bringen Sie mich hier raus.